Wer wir wären, das ist der Titel des zweiten Romans von Norbert Kröll, den ich sehr herzlich hier in der Alten Schmiede begrüßen darf im Rahmen einer weiteren Ausgabe der Corona-Lesungen. Wer wir wären, wir zwei wären eigentlich hier zu dritt gesessen. Ich erwähne es nur zu Beginn noch eingeladen zu unserer Publikumsveranstaltung war auch der Grazer Autor Christoph Dolgan, der einen thematisch sehr ähnlichen Roman wie der von dir, Norbert, geschrieben hat. Ein Roman, der in anderer Hinsicht sprachlich oder atmosphärisch, aber völlig anders verfasst ist. Das wäre eine reizvolle Gegenüberstellung gewesen, ein Vergleich, den Sie zu Hause aber natürlich trotzdem ziehen können, indem Sie nicht nur das neue Buch von dir, Norbert, sondern auch dieses Buch, Christoph Dolgan, 11 Nächte und ein Tag im Droschel Verlag erschienen, lesen. Ja, lieber Norbert, du bist, um dich ganz kurz vorzustellen, 1981 in Villach geboren. Du lebst seit vielen Jahren schon hier in Wien. Dein Werdegang, das habe ich einer deiner Kurzbios entnommen, hat eigentlich musikalisch begonnen. Du hast klassisches Schlagwerk, Jazz, Schlagzeug, auch Tontechnik studiert und dich hat es, glaube ich, dann erst ans Institut für Sprachkunst verschlagen. Wie ist denn das vor sich gegangen? Ja, also ich habe mit einer Freundin gemeinsam einen Kurzprosa-Text geschrieben. Wir hatten uns aus einem Jux heraus die Vorgabe gegeben, zu einem selben Thema eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und ja, das war so eigentlich das Aha-Erlebnis. Ich bin in dem Moment draufgekommen. Das ist es. Das gibt mir etwas, was mir die Musik nur zu einem gewissen Grad geben kann. Und kurz darauf hat eine andere Freundin von mir gesagt, hey, da gibt es das neue Studium auf der Angewandten. Probier doch mal dort die Aufnahmeprüfung zu machen. Und ich habe es probiert und hatte das Glück, gleich genommen zu werden. Und ja. Machst du auch nach wie vor Musik oder hat da eine Ablöse sozusagen stattgefunden? Ich höre jetzt mehr Musik, als ich davor Musik gehört habe. Vorher hatte ich weniger Zeit, Musik zu hören. Ja. Und das ist jetzt sozusagen mein neues Hobby, unter Anführungsstrichen. Ja. Zum Musizieren selbst komme ich kaum noch. Du hast dann Sprachkunst studiert, auch abgeschlossen. Im Jahr 2017 ist dann dein Debütroman erschienen. Ich habe ihn auch mitgebracht. Sanfter Asphalt von Norbert Kröll im Löcker Verlag damals noch erschienen. Ein Wien-Roman, ein Roman, in dem der Protagonist einen ganzen Tag lang kreuz und quer durch die Stadt unterwegs ist. Ein Roman, der auch konsequent in der Du-Form erzählt ist und der auch genau das so ein bisschen literaturgesellschaftlich, literaturgeschichtlich reflektiert mit Verweisen auf andere Du-Romane von Georges Perec bis Gerd Jonke. Und auf Gerd Jonke bin ich dann auch gleich in deinen neuen Roman gestoßen, weil du dem Roman ja ein Zitat von Gerd Jonke vorangestellt hast. Ist das ein prägender Einfluss für dich? Was interessiert dich an Gerd Jonke besonders? An Gerd Jonke interessiert mich besonders sein Rhythmus. Also dieser Sound, den er hat, der ist meiner Meinung nach einzigartig. Und in diesem Sound kann ich mich verlieren. Und ja, da gibt es vielleicht gewisse Parallelen zu meinem Leben, weil er ja auch Musiker war und für ihn Musik immer sehr wichtig war und für mich genauso. Und möglicherweise gibt es da die Überschneidung. Und deshalb steige ich auf seine Texte sehr emotional ein. Ja, war auch in deinem ersten Roman ja schon namentlich erwähnt. Das zweite Motto in deinem neuen Roman, der Vollständigkeit halber, erwähnen wir, es stammt von Sophie Reier. Vielleicht, ja, wer wir wären, dieses Buch betrifft. Die Handlung erstreckt sich jetzt über einen sehr viel größeren Zeitraum. Vielleicht wollen wir einfach einleiten, ein bisschen darüber erzählen. Es sind doch mehrere Jahre, die jetzt abgedeckt sind. Das Milieu, in dem der Roman spielt, ist so studentisches Umfeld, Kunstuniversität. Albert ist der Name des Ich-Erzählers, oder in den meisten Kapiteln ist es der Ich-Erzähler. Er studiert Konservierung und Restaurierung, ein Studiengang, den gibt es tatsächlich auf der Bildenden, glaube ich, hier in Wien, auch auf der Angewandten möglicherweise. Albert widmet sich also der Erhaltung von
Kunstwerken und die andere Hauptfigur, Klaus mit Namen, ist ein Bildhauer. Wie bist denn du zu dieser interessanten Konstellation gekommen, die ja auch schon einiges möglicherweise impliziert? Ehrlich gesagt bin ich mir das nicht sicher, wie das gekommen ist, dass er jetzt, dass diese Figur ein Bildhauer ist. Möglicherweise, weil er schon einmal einen Text von mir gegeben hat in der Vergangenheit, wo ich über einen Bildhauer geschrieben habe, der aber unveröffentlicht ist, und dass ich da etwas einfach aufgenommen habe, ohne großartig nachzudenken. Und so ist Klaus eben der Bildhauer. Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben, ein Zitat eben von des Ich-Erzählers, der meint an einer Stelle, Klaus, also der andere, ist Künstler. Ich bin Restaurator, woher sollte ich verstehen, was im Kopf eines Künstlers vorgeht? Also von Beginn weg eigentlich so ein bisschen ein ungleiches Verhältnis, dass du hier zwischen diesen beiden Hauptfiguren und der Freundschaft, die sich dann zwischen den beiden entwickelt, aufziehst. Ja, also es bleibt einfach bei beiden Figuren, vor allem bei Klaus, ein großes Fragezeichen, ein Geheimnis hinter dieser Person. Und vielleicht ist es das, was auch den Albert so anziehend findet an Klaus, dieses Geheimnis. Und auch was sein künstlerisches Schaffen anbelangt, woher dieser Antrieb kommt und diese Energie, die er hat. Möglicherweise ist das dieser Anknüpfungspunkt auch in die Freundschaft hinein, um die Person Klaus besser kennenzulernen. Diese Person werden wir jetzt gleich im Rahmen der Lesung kennenlernen. Vielleicht nur noch zwei Sätze vorweg, weil du wirst aus einem Kapitel relativ spät aus deinem Roman dann einsteigen. Also die Freundschaft zwischen Klaus und Albert steht im Zentrum dieses Romans. Es kommt dann aber relativ bald im Roman zum Bruch, weil Klaus so ein ziemlich merkwürdiges Verhalten an den Tag zu legen beginnt. Vielleicht möchtest du darüber noch etwas erzählen oder sparen wir uns das gleich für die Lesepassage auf? Das kann man sich aufsparen, weil es dann eh im Text früher oder später dann hervorsticht. Dann sparen wir uns das auf und sind gespannt, lieber Norbert, auf deine Lesung. Ich darf dich bitten. Danke. Kapitel 18. Ich hätte ihn im knöchelhohen Rasen liegen lassen sollen. Es wäre besser so gewesen. Im Nachhinein frage ich mich geradezu, ob es meine eigene Entscheidung war, die Beine zu heben und zu senken, den Oberkörper nach vorne zu beugen, die Arme nach dem Ball auszustrecken und mit den Händen das Objekt an meine Brust zu heben. Ich habe es nicht getan, mein Körper hat es getan. Und diese Mauer? Sie ist hoch. 5 Meter, vielleicht 7. Der Durchmesser ist groß genug. Groß genug? Könntest du mich fragen, wofür genau ist er denn groß genug? Aber du fragst mich nicht. Und du willst auch nicht wissen, was die Mauer mit dem Fußball zu tun hat, was das Innere mit dem Äußeren, was die Beschaffenheit der Oberfläche des Sichtbetons mit der Dichte der eingepressten Luft. Dich interessiert es nicht, weil du zu Recht befürchtest, dass es irgendetwas mit dir zu tun haben könnte. Da stand ich also mit diesem Ding aus Leder, das, wie du weißt, für gewöhnlich nichts in mir hervorruft, außer Verachtung. Und ich, gerade ich, könntest du dir denken, schoss ihn mit voller Wucht über die Mauer und den Stacheldraht, der am oberen Ende der Stahlbetonkonstruktion mehrere dünn gezackte, horizontale Striche durchs Blau des Himmels schnitzte. In meinem rechten Knie spürte ich ein Ziehen. Ich ärgerte mich, dass es seit dem Unfall nicht mehr belastbar war, und legte eine Handfläche darauf. Der Schmerz ließ sogleich nach und ein dumpfes Pochen traf auf meine Ohren. Der Ball ist also drüben angekommen, dachte ich mir, im Inneren, dort, wo ich nicht bin, dort, wo Sie sind. Man hat mir nicht gesagt, wie ich mich zu verhalten hätte, ob ich überhaupt mit denen auf der anderen Seite, wie sie zu sagen pflegten, in Kontakt treten dürfe. Das hat man mir nicht gesagt. Und warum auch? Niemand war je auf diese absurde Idee gekommen. Ich wollte einfach nur ein paar Minuten für mich sein, alle 1,5 Stunden eine Zigarette rauchen und währenddessen gedankenverloren im Kreis gehen, dabei auf meine Füße starren, ein- und ausatmen. Es war meine zweite Rauchpause, als mir auffiel, dass er wieder da war, der Ball.
Er lag in etwa 2 Meter von dem Platz entfernt, an dem er noch vor 1,5 Stunden gelegen war, als ich ihn das erste Mal gesehen und zurück über die Mauer geschossen hatte. Und abermals kam es mir so vor, als wäre es mein Körper gewesen, der beschlossen hatte, sich dem Objekt zu nähern. Als würde er gerufen, als müsste er sich einem stillen Befehl beugen. Ich hockte mich hin, nahm den Ball in die Hände und versuchte ihn auf meinem rechten Zeigefinger drehend zu balancieren. Ungefähr so, wie du es aus der Werbung kennst, wenn ein Fußballstar das Ding auf seiner Fingerspitze scheinbar schwerelos durch die Luft wirbeln lässt und die schwarzen und weißen Flächen zu einem hellen Grau verschwimmen, während er in die Kamera grinst und Sprüche aufsagt, die ich eigentlich lieber nicht hören möchte. Natürlich scheiterte mein Versuch kläglich und der Ball fiel alsbald von der Fingerkuppe ins satte Gras. Ich hätte ihm keine Aufmerksamkeit mehr schenken brauchen, doch mein Blick blieb an einem der 6 Ecke haften. Ist bloß ein dunkler Fleck, war mein erster Gedanke. Mein zweiter war, ist vielleicht doch kein dunkler Fleck. Und mein dritter, ich sollte kurz nachschauen. Mein Oberkörper streckte sich nach vorne, die rechte Hand griff nach dem Ball und rollte ihn heran. Da war kein dunkler Fleck. Es stand etwas geschrieben, sehr klein und nicht gerade leserlich, aber doch entzifferbar. Danke für den Ball. Ich bin Robert, aber hier drinnen nennt man mich Robe. Es war keine Frage an mich gerichtet. Wieso sollte ich antworten? Niemand würde darauf antworten wollen. Weshalb auch? Entweder man ist drinnen, dann ist man drinnen. Oder man ist draußen, dann braucht man sich um die, die drinnen sind, nicht zu kümmern. Die rechte Hand glitt in die Innenseite meiner Jackentasche, in der sich wie gewohnt ein weicher bis mittelharter, meist stumpfer Bleistift, ein gewöhnlicher blauer Kugelschreiber, ein dünner schwarzer Permanentmarker sowie ein kleines Notizbuch befanden. Kurz darauf zeigte die Spitze des Permanentmarkers im Abstand von wenigen Millimetern auf die weiße, lederne Fläche. Sie zitterte. Nach ein paar Sekunden zog ich den Stift zurück und steckte die Kappe darauf. Ich schloss die Augen und ging in mich. In meiner Vorstellung sah ich eine ausgedörrte Ebene und in einiger Entfernung einen verkrüppelten Baum. Der Anblick bereitete mir Unbehagen. Ich öffnete die Augen, entkapselte abermals den Stift und wieder zeigte die dunkle Spitze knapp unter die von Robert bekritzelte Zeile. Hallo Robert, es ist mein erster Arbeitstag hier in der Kunsthalle. Seit der Trennung von meiner Frau schreibe ich Briefe an meinen besten Freund, der aber nicht mehr mein bester Freund ist. Er kann meine Briefe nicht lesen. Das liegt daran, weil ich sie nicht abschicke. Ich glaube aber, dass er ohnehin nicht fähig wäre, sie zu lesen, wegen der akuten Schübe und der Medikation. Dieser Mensch ist da und zur selben Zeit völlig abwesend. Bevor er krank geworden ist, war er Bildhauer, ein verdammt guter. Und er hat sich, nun erinnere ich mich, auch für Fußball interessiert. Wie du. Ich heiße übrigens Albert, aber meine Freunde nennen mich Bertel. Oder besser gesagt, so nannten sie mich, bevor ich... Ach, egal. Nenn mich, wie du willst. Den Kopf nach links und rechts wendend, prüfte ich nach, ob mich jemand beobachtet hatte. Die dicke Stahltür zum Hintereingang des Museums war nach wie vor geschlossen. Ein sanfter Wind blies über den Rasen hinweg. Das Gras veränderte seine Krümmung, bildete sonderbare Formen und ließ mich an impressionistische Malerei denken. Wieso ich gerade ihm, einem Fremden, von dir erzähle, könntest du von mir wissen wollen. Und ich würde mich über deine Ängstlichkeit wundern und dir versichern, dass die Informationen bei ihm gut aufgehoben sind. Erstens, weil er nun einmal drinnen ist und alles, was dort hineinkommt, auch für lange Zeit dort bleibt. Und zweitens, weil er ist wie du, weil Robert auf der Welt ist, würde ich dir sagen. Er ist auf der Welt, aber nicht in der Welt. Verstehst du? Als hätte ich eben erst wieder die Kontrolle über meinen Körper erlangt, sprang ich auf und entfernte mich vom Ball. In meinen Beinen verspürte ich ein unangenehmes Kribbeln, das ich zu ignorieren versuchte. Die Zigarette, die bis dahin kaum von mir beachtet im Mundwinkel gehangen hatte und nur von Zeit zu Zeit durch ein automatisiertes Inhalieren aufgeglüht war, tötete ich an der Schuhsohle ab. Den Stummel schnipste ich gegen die Hauswand, an der er abprallte und durch den Schlitz eines darunter befindenden Gitterrosts fiel. Eine Minute stand ich reglos da. Dann schüttelte ich den Kopf, wie um mir zu sagen, dass das gewiss keine gute Idee sein konnte.
Mit drei großen Schritten befand ich mich wieder direkt vor dem Ball. In die Hände genommen, mit dem Fuß ausgeholt, über die Mauer geschossen. Am nächsten Morgen hatte ich zunächst keine Zeit, an den Fußball zu denken. Bei einem gerade eben aus Moskau angelieferten Gemälde hatte ich einen nicht dokumentierten Riss in der Leinwand entdeckt. Ich nahm mir vor, hinter der Kunsthalle, an meinem Ort, diesen traurigen, in Hinsicht auf die horrenden Versicherungssummen, eigentlich fast schon perversen Triumph, still zu feiern, als mich das runde, vertraute Objekt aus meinen Gedanken riss. Da wird nichts drauf stehen, sagte ich mir. Was soll denn da großartig stehen? Nichts. Aber es stand dort nicht nichts. Schon von Weitem konnte ich es sehen. Da stand viel, sehr viel. Der schwarz-weiße Ball war zu einem schwarz-schwarzen geworden. Mit einer sonderbaren Ehrfurcht, es erinnerte mich an meine Studienzeit, als ich mich das erste Mal über einen echten Chile gelehnt hatte, nahm ich ihn an mich und suchte den Anfang der Nachricht. Lieber Albert, oder darf ich dich Bertel nennen? Lieber Bertel, ich mag deine direkte Art, da haben wir was gemeinsam. Hier sagt man nämlich nicht, was man sich denkt. Könnte gefährlich sein, aber die meisten wollen eh nichts mit mir zu tun haben. Und Besuch bekomme ich keinen. Deshalb bin ich froh, dass ich dir nun schreiben kann. Tut mir leid wegen deinem Freund und deiner Ex. Kann das verstehen, weil ich habe auch meine Familie verloren, obwohl verloren so nicht ganz stimmt. Das hat mit den Jahren zu tun, die ich absitzen muss. Im Oktober werden es jedenfalls 10 und dann habe ich nochmal so viele vor mir. Außer ich werde wegen guter Führung früher entlassen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich das will, weil jetzt ist hier halt mein Zuhause. Da kenne ich mich aus. In den ersten Monaten war das anders. Damals hat es noch wehgetan, als sie mich gepackt haben. Weil da habe ich noch nicht gewusst, dass man es einfach zulassen muss. Ist ein Fehler gewesen, hätte ich wissen müssen. Aber da braucht man sich nicht zu schämen, weißt du? Weil das ist hier drinnen normal. Nur reden wir nie drüber. Das heißt freilich nicht, dass ich schwul bin, weil das bin ich nicht. Aber irgendwie muss man den Druck halt abbauen. Eigentlich stehe ich auf einen großen Vorbau, aber hier drinnen gibt's nichts außer Arschlöcher. Nur Arschloch ist halt nicht gleich Arschloch, wenn du verstehst, was ich meine. Da will ich schon die Möglichkeit haben, mir ein schönes auszusuchen. Kommen zum Glück eh immer wieder frische nach. Muss man sich nicht schämen. Wie ein Einweihungsritus ist das. Nur, dass er eben nicht aufhört, verstehst du? Wurscht. Ich langweile dich wahrscheinlich mit meinen Geschichten. Also dann, lieber Bertel, ich hoffe, ganz bald von dir zu hören. Dein Robe. Kannst mich gerne Robe nennen. Das eine oder andere Wort stand nicht so da. War groß anstatt klein, beziehungsweise klein anstatt groß geschrieben oder mit einem Buchstaben zu viel oder zu wenig versehen. Es gab falsche grammatikalische Formen und die Sätze waren durch fehlerhafte Interpunktion gegliedert. Die Entzifferung hat eine ganze Weile in Anspruch genommen. Peinlicherweise traten mir beim Lesen Tränen in die Augen. Nicht viele, aber genügend, um sich Fluchtwege über Wangen und Kinn suchen zu müssen. Mit beiden Handflächen trocknete ich das Gesicht und sog ruckartig Luft über die Nase ein. Hatte ich mit solch einer Offenheit gerechnet? Vermutlich nicht. Andererseits fragte ich mich, was hatte Robert schon zu verlieren? Ich holte den Permanentmarker hervor, drehte den Ball, bis ich eine letzte kleine weiße Fläche entdeckt hatte, setzte die schwarze Spitze aufs Leder und schrieb nur einen einzigen Satz. Lieber Robe, erzähl mir mehr. Ich erhob mich und dehnte meinen Rücken. Ich schoss den Ball über die Mauer. Ich ärgerte mich über mein Knie und ging zurück an die Arbeit. Exakt das Gleiche tat ich am Tag darauf und am Tag darauf und am Tag darauf. Und Robert erzählte mir mehr. Lieber Bertel, ich sag's dir, wenn man nicht schon bei der Inhaftierung ein Alki gewesen ist, dann wird man es innerhalb dieser Mauern. Überall wird Schnaps gebrannt. Mein Zellennachbar brennt gerade einen aus Orangensaft und Brot in einem Müllsack. Den hat er mal in der Klospülung und mal hinter der Heizung versteckt. Werden ja nur einmal in der Woche kontrolliert, unsere Zimmer. Schmeckt widerlich, das Zeug, aber es hilft. Und der Wahnsinnige gegenüber brennt derweil gar nichts mehr, weil er dem Wärter sein Parfum geklaut und vermischt mit Holundersaft auf Ex ausgesoffen hat. Weil da ist ja auch ein bisschen Alkohol drinnen im Parfum, hat er gemeint. Und dann hat er gekotzt. Aber richtig schlecht ist ihm erst gegangen, als er versucht hat, sich Benzin zu spritzen. Der Trottel hat im Ernst gedacht, dass da was Hochprozentiges drinnen ist. Weil mit Stroh 80 hat's ja auch so toll geklappt.
unter uns gesagt, ich glaube, er wollte sich umbringen, weil derart beschränkt kann doch niemand sein. Aber so genau kann man es nicht wissen. Über Gefühle wird ja nicht geredet. Er hat die Vergiftung dann überlebt, ist ein ziemlicher Prügel mit guten Beziehungen. Wenn man die nämlich hat, kommt man an alles. An spitze Gegenstände zum Stechen oder an Drogen aller Art. Wird meist auf dem LKW eingeschleust, der die Werkstätten beliefert. Die Wärter wissen das eh, schauen aber weg. Jedenfalls war der Kerl, als er von der Krankenstation zurückgekommen ist, nicht schön anzuschauen. Bei ihm haben die Wärter gewusst, dass er nichts vortäuscht. Weil wenn der einmal Aua schreit, dann hat er auch Aua. Andere Hefenbrüder werden als Simulanten hingestellt. Dabei haben die echte Depressionen und ritzen und schneiden sich in der Nacht. Wir haben nur einen Psychiater, bräuchten aber fünf. Naja, da bin ich noch gut dran. Fußball gibt mir halt Kraft. Und auch du, lieber Bertel, auch du gibst mir Kraft. Die Bälle hatten längst aufgehört, Bälle zu sein. Wie von Robert empfohlen, kaufte ich, um im Gefängnis keinen Verdacht zu schöpfen, jeden Montag 5 idente Exemplare. Nachdem sie am Ende der Woche vollständig beschriftet waren, archivierte ich sie in meiner Wohnung. In etwa 50 bis 100 Jahren, da war ich mir absolut sicher, würden sie hinter Glas in einem Museum ausgestellt sein. Mit höchstens 100 Lux beleuchtet, um die Oberflächen vor dem Ausbleichen zu schützen. Robert erzählte mir von seinem Leben am Felsen, wie er die Justizanstalt Stein manchmal liebevoll nannte. Seine Arbeitsstelle, du musst wissen, jeder Häftling ist verpflichtet zu arbeiten, hatte er im Betrieb Ergotherapie 1. Dort stellte er 3 verschiedene Linolschnittbilder her. Einmal die Donauwarte in Krems, einmal das Gesicht einer Frau und einmal das sogenannte Motiv Rhinoceros. Je nach Auftragslage durften es auch Brotkörbe sein. Es gab einen Brotkorb rund, einen Brotkorb oval und einen Brotkorb rechteckig. Ist ja alles schön und gut, könntest du anmerken und mich fragen, was denn nun mit Robert sei, ob ich mich etwa zu ihm hingezogen fühlte? Ich würde zuallererst laut loslachen, dann lange über deine Frage nachdenken und schließlich antworten, dass der Umgang mit ihm eher einer voyeuristischen Befriedigung diente, denn er, Robert, war es letztlich, der sich aussprach, und ich war es, der zuhörte. Oder anders gesagt, er brauchte mich, einen Menschen von außerhalb, jemanden, der seine Geschichten, ob sie nun wahr sein mochten oder nicht, abnahm und ihm dadurch etwas schenkte, das er innerhalb von niemandem erhalten konnte. Ist das für dich nachvollziehbar? Wahrscheinlich nicht. Du verharrst lieber in deiner emotionslosen Starre, nicht wahr? Und ich hätte dich gebraucht und ihn habe ich bekommen. Aber ich weiß, du bist natürlich das Opfer. Wie könnte es anders sein? Der Bemitleidenswert ist immer der Kranke, der Verletzte, derjenige, der im Bett liegt. Ihn darf man auf keinen Fall anklagen. Er ist immun gegen alle Kritik. Und um den, der zurückgelassen wird, braucht man sich nicht zu kümmern. Du könntest all das mit einer lapidaren Handbewegung abtun und von mir wissen wollen, warum ich mich nicht schon früher über den Grund der Inhaftierung Roberts informiert habe. Ich würde dir verraten, dass ich von Anfang an wusste, dass es augenblicklich vorbei wäre, sobald ich den nötigen Mut aufbrächte, ihm die eine Frage zu stellen und er mir eine ehrliche Antwort darauf geben müsste. Aber diese Erklärung ist ohne dies eine Erklärung zu viel, weil ihr eine dumme Frage vorangestellt ist. Diese beweist nämlich nur, dass du nichts, aber auch absolut gar nichts von dem kapiert hast, was ich dir soeben erzählt habe. Weil du es nicht kapieren willst, weil du ganz genau weißt, dass du dich nicht aus dieser Gleichung nehmen kannst, weil es dich, wenn du dich darauf einlassen würdest, etwas angehen könnte, dich berühren, dich unter Umständen sogar zurückholen in die Welt der Lebenden. Das wäre anstrengend, ich weiß. Das willst du vielleicht nicht. Nun, wo du es dir so gemütlich gemacht hast in deinem Inneren. 3 Monate, 2 Wochen und 4 Tage. So lange hielt die Briefballfreundschaft, wenn man das, was sich zwischen Robert und mir abgespielt hat, so nennen konnte. Und du hast Schuld an dieser ganzen Misere. Ja, wer sonst? Dass nach dem Abbrechen des Kontakts etliche Fußbälle mit meinem Spitznamen auf dem schmalen Rasenstück zwischen Kunsthalle und Justizanstalt lagen. Dass sich jenseits der Mauer wegen mir ein mehrfacher Mörder den Rachenwund schrie. Dass es mein Name war, der aus seinem Mund kam. Und diese flehentlichen Rufe Tage und Wochen lang zu hören waren. Dass mich der Museumsdirektor zur Rede stellte und eine Aufkündigung meines Vertrags im Raum stand. Dass ich ihm auf seine berechtigten Fragen
keine befriedigenden Antworten gab, weil ich es nicht konnte, es nicht wollte, weil es ihn verdammt nochmal nicht zu interessieren hatte, wie es um meinen Gefühlshaushalt stand. Oder hätte ich ihm von dir und deinen bemerkenswert unliebsamen Abgang erzählen sollen, ihm sagen, dass ich dich insgeheim dafür hasste, dass du dein Gehirn hast krank werden lassen und dass ich mich umso mehr hasste, weil ich dich dafür hasste? Hätte ich ihm an den Kopf werfen sollen, dass ich einfach nicht mehr weiß, wohin mit dem mittlerweile nutzlosen Wissen über den Verlauf deiner Krankheit? Denn du hättest wegen deines Vaters bereits eine genetische Disposition gehabt, hätte ich ihm erklärt, eine Vulnerabilität, so hat es der Arzt damals zu mir gesagt. Und der Stress kurz vor deinem Diplom habe in Kombination mit deinen epileptischen Anfällen offenbar den Ausbruch begünstigt. Dass es förmlich hat passieren müssen, hat der Arzt gesagt. Leider hat passieren müssen. Denn du warst anscheinend nicht daran schuld, dass du, auch wenn du das Kiffen hättest bleiben lassen, nicht hättest schuld sein können. Und dass ich, auch wenn ich es gewusst hätte, absolut gar nichts gegen deine Psychose hätte tun können. Dass es demnach besser wäre, hätte ich dem Museumsdirektor offenbart, dass es definitiv besser für mich wäre, endlich diese Tatsache zu akzeptieren, dass sie von mir ein für alle Mal zu akzeptieren wäre. Vielen Dank, Norbert Kröll, für die Lesung. Du hast ein in sich geschlossenes Kapitel gelesen, das sich ja tatsächlich sehr gut auch als Einführung in dieses Buch eignet, weil ja ein Gutteil der Handlung sozusagen in einer anderen Form hier nochmals, in kompakter Form nochmals erzählt wird, in dieser merkwürdigen Form der Briefballfreundschaft. Ich habe den Begriff dann gegoogelt und darf dir gratulieren, du bist tatsächlich der Erste weltweit, der dieses Wort geprägt und eingeführt hat, oder bislang jedenfalls. Die Geschichte der Freundschaft bildet also den Rahmen dieses Buches, aber innerhalb dessen werden auch sehr viel weitere und andere Beziehungsgeschichten ja verhandelt. Es gibt auch eine Ehe, die in die Brüche geht, ein missglückter One-Night-Stand, ein sehr kompliziertes Brüderverhältnis bis eben zur eben gehörten Briefballfreundschaft. Also zwischenmenschliche Beziehungen oder vor allem Beziehungskrisen vielfältigster Art finden sich in deinem Buch. Ja, Krisen eignen sich ja meistens besonders, um die mit einer Lupe anzuschauen und immer weiter hineinzugehen und zu schauen, wo kann man da ansetzen, was möchte ich denn beleuchten von diesen verschiedenen Punkten, die du jetzt aufgezählt hast. Und im Prinzip hätte ich in jeder einzelnen Konstellation, also in dieser Ehe-Konstellation, dort noch weiter forschen können und weiter forschen in der Freundschaft und weiter forschen theoretisch auch in diesem einen Kapitel, wo diese Briefballfreundschaft vorkommt, die sich auf dieses Kapitel beschränkt. Für mich hat sich das eben so richtig angefühlt, überall reinzuschauen und das thematisch zu verbinden über die Jahre hinweg, sodass sich ein großer Bogen ergibt, der dann wohin führt, das ich jetzt nicht verraten will. Das wollen wir nicht verraten, natürlich nicht. Der Ich erzähle in dem gehörten Kapitel wendet sich ja immer wieder direkt an ein Du, etwas, das wir in ähnlicher Form ja von dir auch schon kennen. Jetzt gemeint ist natürlich Klaus, der in der Psychiatrie einsitzt, so ein erzähltechnischer Kunstgriff, von denen es sehr viele in deinem Roman gibt. Es gibt sehr viele erzähltechnische Varianten, die du durchspielst. Es hat so fast jedes Kapitel so ein bisschen seine Besonderheit, eine große, auch formale Vielfalt. Oder andersrum betrachtet, könnte man auch ein bisschen provokant sagen, ein sehr großer Aufwand. Warum? Was macht diesen großen Aufwand für dich als Erzähler notwendig? Also es war nicht so geplant. Es hatte eigentlich im Prinzip auch keinen Plan gegeben. Ich habe angefangen zu schreiben und ich habe auch nicht jetzt von A nach B durchgeschrieben, also oder von A nach Z in dem Fall, sondern die Kapitel sind zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden und in meinem Kopf gab es so einen ungefähren Plan, der dann mit der Zeit entstanden ist. Wohin soll die Reise ungefähr gehen und welche Zeit möchte ich noch beleuchten und wo gibt es vielleicht noch
ein paar Jahre, wo ich merke, ah, da müsste eigentlich noch ein Bindeglied sein, da fehlt mir noch etwas. Mhm. Und so bin ich da vorgegangen und bin eigentlich zeitlich hin und her gesprungen. Mhm. Und dann gab es manchmal eben den Punkt, wo ich merkte, das, was ich da jetzt erzählen will, geht nur auf eine gewisse oder in einer gewissen Perspektive oder in einer gewissen Form, wie zum Beispiel der Briefform, die dann noch ein-, zweimal vorkommt. Auch in Dialogform beispielsweise? Auch zum Beispiel in Dialogform, genau, aber auch Briefe eben, die nicht abgeschickt werden und oder Briefe, die abgeschickt werden, aber wieder zurückkommen, weil es den Empfänger oder weil der Empfänger eben den Brief nicht entgegennehmen will oder bereits verzogen ist. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Es war nicht so, dass ich unbedingt wollte, verschiedene Perspektiven unbedingt ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, das muss jetzt so irgendwie experimentell passieren, es muss so sein, sondern es ist geschehen über diese 2-3 Jahre hinweg, als ich den Roman geschrieben habe. Es sind tatsächlich viele Kapitel, die auch wirklich abgeschlossen als Kurzgeschichten beispielsweise funktionieren könnten. Vielleicht kommen wir so schon gegen Ende hin auch nochmal zum Inhaltlichen. Es gibt ja sozusagen abseits der Handlungsebene auch beispielsweise Traumpassagen in dem Buch. Es gibt sehr stark symbolisch aufgeladene Passagen, so eine tiefenpsychologische Ebene vielleicht, wo möglicherweise das Stichwort der Verdrängung ein wesentliches war für dich in der Konzeption dieses Buches. Ja, auch hier muss ich sagen, war am Anfang nichts, war es nicht so, dass ich mir gedacht habe, das muss ich so zu Papier bringen, sondern eben im Nachhinein war ich dann gescheiter, ja, nach dem Schreiben, und habe gemerkt, aha, ja, in die Richtung geht's und da kann ich noch weitergehen. Und gerade dieses Traumhafte ist für mich immer sehr reizvoll zu schreiben und zu untersuchen, weil man einfach nicht so gebunden ist an gewisse, ja, wie es im Traum halt ist. Man ist völlig frei, ja, und kann in alle Richtungen gehen, ohne dass man auf gewisse Regeln sich zu vereinbaren hätte oder dass man sich an Regeln zu halten hätte. Und das ist sehr reizvoll für mich, in diese Richtung zu schreiben und zu schauen, kann ich da dem Handlungsverlauf, der da im Buch so drinnen ist, kann ich dem noch etwas geben, in einer tieferen Ebene oder auf einer höheren Ebene, wie man will, um das noch einmal greifbarer oder noch einmal besser zu durchleuchten. Verstehe. Ein bestimmtes Buch, das möchte ich dich zum Schluss noch fragen, wird in diesem Roman, es tritt mehrfach auf, in Erscheinung immer ein bisschen rätselhaft, ein Buch mit dem Titel Sanfter Asphalt. Das erinnert dann stark an dieses Buch hier, der Roman Sanfter Asphalt von Norbert Kröll. Ist das eine selbstironische Referenz? Wie hat das so sich hineingeschwindelt in diesen Text? Es kam in dem Moment, wollte ich irgendein Buch bringen und ich habe dann, glaube ich, das war so wie ein Lückenfüller, und habe das reingeschrieben und habe mir gedacht, aber eigentlich ist es gut und ich kann es so belassen. Und mittlerweile ist es sogar so, dass ich den nächsten Roman, den ich gerade schreibe, dass der auch wieder verknüpft ist mit diesem Roman, und dass ich merke, dass mich das eigentlich auch sehr interessiert, dieses, also Geschichten, die jetzt nicht in sich komplett abgeschlossen sind, sondern eben auch, wie es jetzt gerade in Mode ist, natürlich mit den Serien, die im Prinzip alle miteinander verknüpft sind, die verschiedenen Staffeln, wenn man so will. Ja. Auch wenn jetzt gewisse Dinge dann ganz anders, ganz andere Themen eben zutage kommen, trotzdem, dass die ja nicht abgeschlossen sind, weil sie kommen ja alle von mir, die Texte. Ich finde das schön, wenn es da eigentlich Verbindungen gibt, und ich werde das weiter untersuchen und schauen, ob das möglich ist. Und jetzt habe ich sozusagen in diesem Roman schon einmal dieses Buch mit reingezogen, und beim nächsten Roman wird man dann sehen, was hier vorkommt von dem Buch. Ja. Wunderbar. Bleiben wir gespannt auch auf deinen dritten Roman. Vorerst konzentrieren wir uns auf deinen zweiten, Wer wir wären. Ein Buch, der es, wie wir gehört haben, sehr vielfältig ist. Ein Roman, der es sich thematisch nicht leicht macht und der nichtsdestotrotz sich überraschend leichtfüßig
liest. Wer wir wären, ist in der Edition Atelier erschienen. Norbert Kröll, vielen Dank für Lesung und Gespräche. Dank. Danke Ihnen zu Hause fürs Zusehen und bis bald aus der alten Schmiede. Thank you.